Fliegen, eine Selbstverständlichkeit. Ohne diese Art zu reisen, wäre unsere heutige Gesellschaft längst an die Grenzen ihrer Mobilität gelangt. In Deutschland sorgt die DFS, Deutsche Flugsicherung, für die Sicherheit im Luftraum. Flughafen Frankfurt, Freitag, 15.10 Uhr. Ein ganz normaler Flug nach München. Die Passagiere durchlaufen den Check-in und besteigen das Flugzeug. 16.15 Uhr. Fluglotsen geben Startfreigabe. Ohne die Anweisungen der Fluglotsen im Tower darf kein Flugzeug landen oder starten. Gut 10 Minuten vor dem Abflug bespricht der Fluglotse mit dem Piloten mögliche Änderungen am Flugablauf. Dabei gibt der Fluglotse dem Piloten klare Instruktionen. Über Funk teilt er ihm mit, wann er die Turbinen anlassen kann und vom Gate losrollen darf. Per Sprechfunk geleiten die Fluglotsen das Flugzeug zu seiner Startposition auf der Landebahn. Dafür müssen die Fluglotsen vorher eine genaue Startreihenfolge festlegen. LH971 wird in den startenden und landenden Verkehr eingefädelt. 16.28 Uhr, Start. An Bord werden die Passagiere in die Sicherheitsbestimmungen eingewiesen. Danach geht es direkt zur Startbahn. Über Sprechfunk erteilt der Fluglotse dem Piloten die Startfreigabe. Der Pilot wiederholt diese, damit ein Missverständnis ausgeschlossen ist. Dann hebt LH971 in Frankfurt ab. Während sich das Flugzeug im Steigflug befindet, nehmen die Lotsen in der Radarkontrollzentrale Kontakt zu dem Piloten auf. Sie fädeln es in den laufenden Flugverkehr ein. Dabei steht es ständig unter der Kontrolle von zwei Fluglotsen, die jeweils einen Sektor betreuen. Während einer stets den Radarschirm im Auge hat und den Piloten Anweisungen gibt, sammelt und koordiniert sein Partner alle Informationen, die für einen sicheren Flug erforderlich sind. 16.41 Uhr. LH971 erreicht Reiseflughöhe. Wie Autofahrer sich auf festen Straßen und Wegen bewegen, so gibt es auch im Luftraum Luftverkehrsstrecken. An- und Abflüge an Flughäfen, wie auch Steig- und Sinkflüge, verlaufen auf klar definierten Korridoren. Der Luftraum ist vertikal und horizontal in verschiedene Sektoren unterteilt. Auf seinem Flug von Frankfurt nach München durchquert das Flugzeug mehrere Sektoren. An Bord verläuft alles planmäßig. Über Bordfunk verkündet der Pilot die Reiseflughöhe, die verbleibende Flugzeit und informiert über das Wetter in München. 17.35 Uhr, Anflug mit ILS-System in München. Der Anflug auf dem Münchner Flughafen beginnt schon viele Meilen vor der bayerischen Hauptstadt. In der Münchner Kontrollzentrale übernimmt jetzt der Anfluglotse das Flugzeug. Er nimmt mit dem Piloten Kontakt auf. Flugzeuge, die aus allen Himmelsrichtungen kommen, sortiert er nun, um sie dann auf dem Gleitpfad des Instrumentenlandesystems aufzufädeln. Dieses führt das Flugzeug exakt zur Landung. So ist eine sichere Landung auch bei schlechter Sicht möglich. Die Lotsen aus dem Tower übernehmen das Flugzeug und sorgen dafür, dass es keine Konflikte mit startenden Maschinen gibt. LH971 ist sicher und pünktlich in München gelandet. Einer von über 3 Millionen Flügen, die die deutsche Flugsicherung jährlich kontrolliert.